Fühlt sich irgendwie nicht so angenehm an. Ich bin so überfordert mit der Situation. Meine Augen drehen. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, habe ich mein Zimmer ja ein bisschen umgestellt und das ist jetzt mein neuer Background. Gefällt er euch oder findet ihr das kacke mit dem Fenster? Schreibt es bitte erstmal unten in die Kommentare, bevor wir weitermachen. Ich habe mir was richtig Cooles überlegt und zwar haben ganz viele Freundinnen von mir, und das hat mich jetzt echt inspiriert, sich die Wimpern so mit Extensions gemacht oder haben mit Wimpernlifting oder sowas gemacht. Und ich fand das so cool bei denen, vor allem weil die ihre Wimpern dann nicht mehr schminken mussten und so, dass ich mir auch sowas bestellt. Da ich ein Schwabe bin, bin ich ein bisschen zu geizig, immer dafür Geld zu zahlen. Deswegen, here we go. Ich habe mir sowas auf Amazon bestellt und ich habe auf YouTube mit dieser Marke, genau der, und das ist die erste, die mir angezeigt wurde auf Amazon, schon richtig viele Videos gesehen. Also das Thumbnail, ich habe es mir nicht angeschaut. Aber ich probiere das auch mal. Ich hätte es vielleicht mal anschauen sollen. Dann hätte ich wissen können, was ich jetzt machen muss. Scheiße. Zudem habe ich noch schwarze Augenbrauenfarbe und braune. Ich weiß, die schwarze soll man eigentlich nicht für Wimpern benutzen, aber I'm give up. Ich benutze jetzt auch die schwarze, genau, das ist die schwarze, für meine Augenbrauen, Wimpern, und die braune für meine Augenbrauen. Also wir färben mein komplettes Face. Aber der Schwerpunkt liegt natürlich hier auf diesem Set. Und das wird auch das erste sein, was wir machen. Also wir schauen erstmal, was jetzt hier alles dabei ist. Wir haben ein Bürstchen und irgendwie so ein, ich glaube, so ein Verteilerchen. Dann hier irgendwelche solche Paddies. Ich glaube, die kommen hier drunter, damit wir es nicht dreckig machen. Und hier haben wir so ein paar Sachen. Keine Ahnung, was das ist, wir schauen uns das mal an. Ein Kleber, ich glaube, um die dann an so Paddies zu kleben. Perm Fixation Nostration. Ich kann es nicht sprechen. Nuritation Nostril. Und dann noch ein Cleaner, ein Cleanser. So, und dann kommt hier. Ja. Haben wir hier noch einmal die Lift Pads. Ich glaube, die kommen da oben drauf. Und ein Clean Tool. Wir starten als erstes hier mit diesem Cleanser. Mit diesem Cleanser soll ich meine Wimpern sauber machen. Und von Make-up-Resten und dem Öl und so befreien. Und hier entdecken wir mal ein nicht richtig abgeschminktes Auge. Man denkt, man hat sich abgeschminkt, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Die Sache, schaut mal. Ich habe schon so übel lange Wimpern. Ich freue mich voll, die hochzubiegen. iPads, ich finde es richtig super, dass man da nur 3 Stück hat. Wow, für mehr Anwendungen reicht es anscheinend nicht. Hä? Ich muss das hier entfernen. Fühlt sich irgendwie nicht so angenehm an. Step Nummer 3. Ich hätte echt mir so Dings reinmachen sollen. Linsen, Augenlinsen, weil ich kann nichts lesen. Oh. Also Leute, wenn ich das schaffe, schafft ihr das auch. Juckt mein Auge. Oh, bitte, bitte nicht allergisch reagieren. Das wäre jetzt ganz kacke. Okay, jetzt haben wir hier die iPaddies. Oh, die sind weich. Die kann man bestimmt mehrmals verwenden. Silikon, Silikon. Schaut mal. Ich habe mal in einem Video gesehen, wie es geht. Ich glaube, ich muss das so rum. Ach du Scheiße, wie mache ich denn das? Put the glue on the iPads, then place it. Ganz kurz, ich muss den Kleber da drauf machen. Am nächsten Schritt steht, ich soll den Kleber auch auf meine Wimpern machen. Das ist gesund. Ich bin so überfordert mit der Situation. Put the glue on the eyelid. Ein dünner Dings. Ich mache das gleich mit meinem Wimpernkleber dran, da geht dann gar nichts mehr. Das hebt dann wie eine 1, aber. Ich mache mal das Auge lieber zu dafür. Das klebt wie Scheiße. Das ist ja aus, als ich irgendwie. Ne, ich versuche noch kurz die andere Seite. Ich mache jetzt hier. Alter. Gebrauchsanweisung. Okay, ich muss jetzt den Glue an meine Eyelashes machen und das an die Paddies machen. Wie streiche ich denn meine Wimpern damit ein, wenn ich das Bürstchen habe und so ein Ding? Scheiße, ich brauche eine Spiegelhalterung. So sieht doch gut aus. Ja! Okay. Alter, ich sehe aus. Alter, mache ich so Kleber hin? Die bleiben da nicht. Ihr kleinen Missgeburten. Meine Augen drehen. Ah, jetzt. Ihr wisst, ich bin ein Mensch ohne Geduld und für mich ist das gerade die Hölle. Wer schön sein will, der muss leiden. Ordentlich ist was anderes, aber hey Leute. Bleib da kleben, du kleine Missgeburten. Okay. So, mach jetzt Perm drauf, ne?
Geht das mit dem Bürstchen, war eine scheiß Idee? Oh, jetzt mache ich Perm drauf. Perm steht wahrscheinlich für permanent, oder? Oh, ich glaube, Marcello fragt, ich kann noch nicht losfahren. Ich habe gesagt, ich fahre gleich los und jetzt sitze ich hier, jetzt mache ich sowas. Oh, scheiße. Ja. Okay, ich warte jetzt 10 Minuten. Bis gleich. Laut Verpackung soll ich das jetzt einmal abnehmen. Das Ding wegkämmen. Diese Lotion. Aber ich kann die nicht wegkämmen, weil die schon weg ist. Jetzt kommt die Fixing Lotion. Die muss ich ebenfalls auf mein Auge auftragen. Oh mein Gott. Jetzt muss ich wieder... Das hier muss jetzt wieder da drauf. Zweimal. Und das muss jetzt wieder 10 Minuten einwirken lassen. Und dann kann ich das erst alles runter machen. Erst dann ist es fertig. Hi, hier sind wir wieder zurück. Hier steht irgendwie, ich soll das mit diesem Cleanser jetzt wieder... Ich glaube, ich habe am Anfang einen falschen Cleanser benutzt. Runter machen. Okay, ich mache das jetzt so grob weg. Leute, ich kann euch nur sagen, dieses Augenbrauenzeug ist das einfachste überhaupt. Ich mache da von diesem Entwickler und der Farbe jeweils einen Tropfen rein. Also gleich wie 50-50. Und fürs bessere Auftragen nehme ich persönlich immer einen Pinsel und ich mische das hier durch. Packen wir das Zeug auf meinen Wimpern. So. Damn it. Da mache ich genau das gleiche. Ich benutze bei den Augenbrauen dunkelbraun. 50-50 Mischung und vermengen. Hier schön auftragen. Wenn ihr es mit dem Pinsel macht, könnt ihr es halt, also mit so einem Pinsel am besten machen, mit dem ihr auch eure Augenbrauen machen würdet. Tada! Lasst es so 5 bis 10 Minuten einwirken und dann machen wir das gleich auch wieder runter. Oh, heftig. Habe ich die vielleicht minimal zu lang drauf gelassen? Nobody knows. Nobody knows me. Like you do. Ich weiß nur nicht, wie ich jetzt ganz die Wimpern abmache. Denkt ihr, ich kann diese Liftpads einfach so abkriegen? Ah. Wow! Da hängen 3 Wimpern dran. Aber das Ergebnis ist geil bis jetzt. Oh Gott, ich weiß echt nicht gerade, ob es die dümmste Idee meines Lebens war. Oder die beste. Es ist schon schön nach oben gebogen, aber die sind komplett verklebt. Okay, mit Kokosnussöl ging jetzt alles doch noch weg, ohne große Probleme. Und ich fand das Ergebnis schon richtig gut. Also, meine Wimpern gehen halt wirklich so buff nach oben. Oh, ich muss nochmal ein bisschen drüber. Es ist auf jeden Fall richtig schön geliftet. Und wenn ich jetzt ungeschminkt so rausgehe, wirkt gar nicht so, weil ich habe meine Augenbrauen gefärbt, ich habe meine Wimpern gemacht. Also ich finde es cool. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, euch unterhalten oder sonst dies, das. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ich, wenn ich so ein Lifting habe, ob ich meine Wimpern nochmal tuschen kann. Ich weiß nicht, ob man das darf, keine Ahnung. Nicht, dass deswegen die Wimpern schneller wieder runtergehen. I don't know. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin, tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen.